Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch zeigen, wie ich eine leckere Teigrolle mit Füllung in Rohkostqualität herstelle. Als Basis für die Teigrolle eignet sich Wurzelgemüse, wie zum Beispiel eine Süßkartoffel und Zwiebeln. Beim Trocknen wird auch der Geschmack verstärkt und Zwiebeln schmecken besonders lecker. Oder die Süßkartoffel wird dann viel süßer. Auch süßlich schmeckt das Topinambur-Pulver und in dieser Pulverform zieht es noch sehr viel Wasser an und bildet eine teigähnliche Konsistenz. Zum Konservieren und um Schimmel zu vermeiden, gebe ich noch ein Stück Zitrone dazu, denn die Zitronensäure hemmt die Ausbreitung von schädlichen Mikroben, ähnlich wie auch die vielen Schwefelverbindungen in Zwiebeln. Auch Äpfel geben eine gute Konsistenz für den Teig und enthalten auch etwas Säure. Die Äpfel habe ich in der Natur gepflückt. Wilde Äpfel schmecken auch eher sauer und bitter und weniger süßlich. Für eine Teigkonsistenz benötige ich unbedingt noch ein paar Löffel von den Flohsamenschalen. Damit der Mixer überhaupt mixen kann, gebe ich noch etwas destilliertes Wasser dazu. Nur destilliertes Wasser ist wirklich reines Wasser ohne Schadstoffe. Ich gebe das Topinambur-Pulver und das Flohsamenschalenpulver erst nach dem Mixen dazu und verrühre alles. Ich verteile den so entstandenen Teig auf einer Dörrfolie. Nun trockne ich alles schonend in meinem Dörrgerät. Ich habe den Teig jetzt über Nacht getrocknet und nun lässt sich die Folie ganz einfach lösen. Ich habe die andere Seite jetzt noch kurz für ca. eine Stunde getrocknet und nun habe ich eine perfekte Konsistenz zum Rollen. Für die Soße verwende ich ein kleines Stück von dieser scharfen Habanero, Selleriestangen und Karotten. Karotten liefern einen süßlichen Geschmack und Sellerie einen salzigen Geschmack. Damit der Mixer überhaupt mixen kann, gebe ich noch süßes Kokoswasser aus dieser Trinkkokosnuss dazu. Leinsamen und Haselnüsse liefern eine cremige Konsistenz und Fett ist auch ein Geschmacksträger. Als erstes verteile ich die Soße auf dem Boden. Die Rolle fülle ich mit geraspelten Rotkohl, Tomaten, Avocadoscheiben und verschiedenen Sprossen. Wie hier habe ich zum Beispiel Alfalfa-Sprossen, scharfe Radieschensprossen und noch Mungbohnensprossen. Rollen habe ich hier etwas freigelassen, so dass ich sie auch ganz bequem zusammenrollen kann. Ich würze auch gerne mit solchen Spirulina-Streuseln, die nicht nur knackig sind, sondern auch lecker schmecken und einen guten Salzersatz geben.